Tell me something. You can go anywhere. So why do you want to stay and fight to save this one? Universen kollidieren in The Flash. Im emotionalen Finale muss Barry Allen erkennen, Spoilerwarnung, die Vergangenheit darf nicht verändert werden. Aber widerspricht der Film damit nicht Zack Snyders Justice League und ist wirklich wieder alles so wie zuvor? Das erkläre ich euch jetzt, wenn wir die Spaghetti der Zeit entwirren. Die wichtigste Rolle in The Flash spielen nämlich nicht die beiden schnellsten Menschen der Welt, auch nicht Batman oder Supergirl. Nein, das Wichtigste sind Spaghetti. Mit ihnen erklärt Michael Keatons Bruce Wayne, wie Zeitreisen im DC-Universum ablaufen. Denn die funktionieren ganz anders als zum Beispiel die aus dem MCU. Wenn dort etwas in der Vergangenheit verändert wird, dann spaltet sich ein neues Universum von der Hauptzeitlinie ab. Jede Entscheidung, jede Handlung, jede Aktion erzeugt eine andere Zukunft. In this new branch reality, without our chief weapon against the forces of darkness, our world would be overrun. Millions would suffer. Im DCU wird aber nicht nur die Zukunft verändert, sondern rückwirkend auch die Vergangenheit. Deswegen gibt es keine Justice League, deswegen spielt nicht Michael J. Fox die Hauptrolle in Zurück in die Zukunft und deswegen sieht Batman so anders aus. You are? Yeah. I'm Batman. Allerdings, in jedem Universum gibt es Fixpunkte, die immer gleich bleiben und sich nicht verändern lassen. Im Finale erkennt Barry, was die Fixpunkte im Universum des alternativen Barrys sind. Batman und Supergirl sterben, General Zod gewinnt. Dadurch wird ihm bewusst, dass er seine Vergangenheit nicht ändern darf. Aber widerspricht das nicht dem Finale von Zack Snyders Justice League? Wir erinnern uns, im Finale läuft Barry schneller als das Licht und dreht damit die Zeit zurück. So kann die Justice League verhindern, dass die drei Mutterboxen zur Einheit verschmelzen. Warum hat sich hier nicht auch das Universum rückwirkend verändert, so wie in The Flash? Der Unterschied? Barry gibt der Justice League einfach nur eine zweite Chance. Im Prinzip haben sie nur verloren, weil Barry angeschossen wurde und sich nicht schnell genug heilen konnte. Im Fall von The Flash ist es nicht nur eine Kleinigkeit, die Barry durch die Zeitreise gerade rückt, denn der alternative Barry hätte nie zu Flash werden dürfen. Da seine Mutter nicht starb und sein Vater nicht für ihren Mord verurteilt wurde, verlor der alternative Barry nicht den Glauben an das Justizsystem. Er begann nicht im Star Labs zu arbeiten, wodurch es nicht zu dem Unfall kommen konnte, der Barry seine Kräfte gab. Dadurch hatte die Erde nie eine Chance gegen General Zod. Der Sieg des Bösen war immer unausweichlich. This world must die. Und noch eine Erkenntnis trifft Barry. Er selbst bzw. sein alternatives Ich wird zu einem bösen Flash, der ein bisschen so wie der aus den New 52 Comics aussieht. We're not gonna be able to fix this. No! Nobody dies! Denn der alternative Barry will noch nicht einsehen, dass sich die Vergangenheit nicht zum Guten verändern lässt. Genau das versucht dieser böse Flash seit Jahrzehnten vergeblich. Mit katastrophalen Folgen. Wir sehen, wie andere Universen aufeinanderprallen. Darunter ein Schwarz-Weiß-Universum mit Jay Garrick, dem ursprünglichen Comic-Flash aus den 40er Jahren, das Batman-Serienuniversum mit Adam West, das 80er-Jahre-Superman-Universum mit Christopher Reeve sowie Helen Slater und, als schöne Anspielung für Fans, ein Universum mit Nicolas Cage als Superman. So wie im letztlich gestrichenen Film Superman Lives, für den Kevin Smith das Drehbuch geschrieben hat. So, I go pitch to John Peters and he lives in this like gigantic f***ing house. He was like, I want Superman fighting a giant spider. Durch diese Kollisionen wird impliziert, dass das Ende aller Universen bevorsteht. Falls euch noch nicht der Kopf platzt, gibt es noch ein besonderes Zeitparadoxon. Der böse Flash hat sich selbst erschaffen, indem er Barry aus seiner Bahn geworfen hat. Doch bevor alle Universen kollidieren, dringt Barry zum alternativen Barry durch. Durch ihre gemeinsame Zeit sind sie wie Brüder geworden. Deswegen blockt der alternative Barry einen Angriff des bösen Flashs ab und opfert sich. Dadurch hat der böse Flash aber sein junges Ich getötet, ohne den es jedoch wiederum keinen bösen Flash geben kann. Der böse Flash löst sich auf. Jetzt steht Barry nichts mehr im Weg. Er rennt in der Zeit zurück und passt den Moment ab, in dem er zu Beginn des Films die Vergangenheit verändert hat. Im Supermarkt verabschiedet er sich von seiner Mutter und stellt die Tomatendose wieder zurück. Dadurch muss sein Vater das Haus verlassen und seine Mutter stirbt.
Also alles wieder so, wie es soll? Fast. Doch bevor ich euch das erkläre, habe ich noch ein Angebot von Vodafone für euch. Denn nicht nur bei Zeitreisen ist ein geschlossener Kreislauf wichtig. Wisst ihr, was bei euch so alles in den Schreibtischschubladen herumliegt? Es kann sich lohnen, mal einen Blick unter die Zettel und Stifte zu werfen. Denn gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben. Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-KundInnen findet ihr in der Videobeschreibung. You're going in circles, man. Aus der Werbung zurück zu The Flash und einer losen Spaghetti-Nudel. Denn wie sich im Gerichtssaal herausstellt, hat Barry die Tomatendosen vom untersten ins oberste Regal gestellt. Jetzt muss Henry Allen statt nach unten nach oben greifen. Dadurch wird sein Gesicht von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Henry hat ein Alibi und wird endlich freigesprochen. But that was just one little insignificant mosquito. That can't change the future, right? Aber jetzt hat Barry wieder die Vergangenheit verändert und selbst kleine Veränderungen können große Auswirkungen haben. Die Auswirkungen bekommen Barry und wir kurz darauf zu Gesicht. Statt Ben Affleck entsteigt George Clooney dem Maybach von Bruce Wayne. You gotta be kidding me. Ausgerechnet derjenige, der den wohl unbeliebtesten Batman in Batman und Robin spielen musste. I freeze. I'm Batman. Doch Barry scheint das wohl nicht so eng zu sehen. Zumindest wirkt es so, als würde er die neue Situation akzeptieren. Und Ben Affleck wohl auch, denn mit diesem Rollentausch verabschiedet er sich vom dunklen Rächer. Der Auftritt in The Flash soll Ben Afflecks letzter Batman-Auftritt gewesen sein. Nicht nur Ben Affleck hat sich mit dem Film verabschiedet. The Flash soll das alte DCEU von Zack Snyder beenden und das neue DCU von James Gunn einleiten. Einen weiteren Flash-Film mit Ezra Miller wird es erstmal nicht geben. Wie hat euch der Film gefallen und fandet ihr ihn besser als den Multiversumsfilm der Konkurrenz Spider-Man No Way Home? Dazu gibt es hier ein Video von uns. Schaut da doch mal rein. Bis bald.